Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Erlaubst du dir wirklich mit deinem Tier zu spielen? Ja, wie oft haben wir da so Konzepte, sag ich mal, spielen mit dem Tier bedeutet, ich muss mein Pferd so und so oft bewegen, ich muss noch das und das mit meinem Hund trainieren oder ich muss noch mit meiner Katze klickern oder Fangspiel machen. Und das Spielen wird auch schon wieder zur Pflicht. So ein Stück weit natürlich auch so eine Volkskrankheit bei uns deutschsprachigen Menschen, dieses, ich muss noch meine Pflichten erledigen mit meinem Tier, ich muss mein Tier noch trainieren, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes, womit man sich dann selbst Stress macht. Aber genau darüber wollen wir nicht so viel reden in dieser Episode, sondern in dieser Episode geht es darum, ja, erlaubst du dir wirklich so diese Leichtigkeit im Alltag mit deinem Tier zu haben? Erlaubst du dir, der Energie zu folgen? Erlaubst du dir vielleicht auch mal dich zu inspirieren von deinem Tier? Also bleib dran in dieser Episode, wenn es darum geht, erlaubst du dir wahre Leichtigkeit, wahres Spielen mit deinem Tier zu haben? Ja, herzlich willkommen. Ich bin diese Episode mal wieder nicht allein. Ich habe mir eine Gästin dazu geholt und das ist die Rabea Groß. Rabea Groß, du bist Animal Creation Coach und auch Tierheilpraktikerin und Pferdewirtin und arbeitest natürlich viel auch mit den Pferden. Darum wird es auch viel gehen in dieser Episode, aber du kannst natürlich eben mit jedem Tier sprechen, wie wir das so machen beim Animal Creation. Und du hast dieses Jahr begonnen, vor kurzem jetzt, als Expertin der Seelenfreunde Tierakademie dabei zu sein und unser Team zu bereichern. Also auch da nochmal herzlich willkommen. Und du stehst so für den Bereich Leichtigkeit einladen mit dem eigenen Pferd, herausfinden, was will das Pferd eigentlich, was braucht das Pferd eigentlich, wie möchte sich das Pferd auch bewegen, mal losgelöst von allen Konzepten und festen Trainingsmethoden und wirklich rein in die Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Und wir werden natürlich alle Tiere einschließen jetzt in dieser Episode. Aber ich spreche eben auch mal wieder vom Pferd. Ja, also herzlich willkommen, Rabea. Habe ich noch was vergessen in deiner Vorstellung? Hallo, Sonja. Nein, eigentlich erstmal nicht. Danke. War genau passend. Sehr gut. Leichtigkeit ist einfach toll. Ja, da würde ich gleich mal einsteigen. Erstmal fragen, was ist Leichtigkeit für dich? Und hattest du die denn schon immer, du hast ja ein Pferd, hattest du die denn schon immer mit deinem Pferd von Anfang an und war es schon immer alles so spielerisch leicht oder musstest du dir das auch erst in Anführungsstrichen erarbeiten? Also ich bin ganz groß da drin, mir was vorzunehmen, ganz ordentlich und einen Plan mir zurechtzulegen, beziehungsweise so war ich. Mein Pferd Carlos, das ist ein sehr lustiger Geselle und als ich ihn schon kennengelernt habe und das erste Mal geritten habe in einer Halle voller Spielzeug tatsächlich, wusste ich, okay, mit ihm wird's anders. Und wir haben uns tatsächlich nicht viel erarbeiten müssen. Und als wir es mal eine Zeit lang dachten, tun zu müssen, weil ein Pferd muss doch so ausgebildet werden und so, und wenn es Interieur- und Exterieur-Probleme hat, dann muss man dies und dies und dies. Und das ging so katastrophal schief, dass ich einfach das wieder gemacht habe, was uns beiden am meisten Spaß gemacht hat. Und wir haben gespielt. Und spielen bedeutet halt so viel. Das ist nicht unbedingt immer, dass ich nicht mit ihm trainiere und nicht mit ihm arbeite. Aber vor dem Hintergrund, dass wir schon den Gedanken haben, wir spielen, ist es einfach viel leichter. Und man kommt schneller zum Ziel und lustiger, kurzweiliger und nicht so anstrengend. Mhm. Und was ist da so die Leichtigkeit für dich? Und wie ist Spielen eigentlich aus Tiersicht? Das finde ich mich auch immer sehr spannend. Also aus Tiersicht zuerst ist es lebenserhaltend. Also gerade jetzt ein Pferd ist ein Fluchttier und die Pferde lernen schon durch ihre Artgenossen
seit dem ersten Tag der Geburt, wie man sich spielerisch auf eine Flucht vorbereiten kann. Und deswegen ist es absolut lebenserhaltend und es hat einen großen Teil im Gehirn, macht es aus. Tatsächlich haben Spielforscher herausgefunden, ach, cool, dass es notwendig ist und einfach Spaß macht. Und so lernen sie, schnell wegzurennen, schnell sich umzudrehen, sich zu necken und aufmerksam zu machen. Also alles, was wir mit ihnen tun, können sie schon. Eigentlich müssen wir es lernen. Ja, das stimmt. Und ich meine, Kinder spielen ja auch und lernen dadurch. Okay. Ja. Die zweite Frage war. Das war so dieses, was ist Leichtigkeit für dich? Leichtigkeit auch mit dem Tier. Also Leichtigkeit ist alles, wo ich zwar einen Fokus haben darf und sollte, aber nichts aus einem Druck heraus mache. Da gehen so die Meinungen etwas auseinander, theoretisch. Also es gibt tatsächlich auch Spiele, die absolute Leichtigkeit und ohne Druck herauskitzeln. Wenn ich zum Beispiel einem Pferd ein Halfter aufziehe und das mag ein Halfter gar nicht, dann ist es schon Druck, dann ist es schon kein Spiel mehr. Wie kann ich mit dem Pferd spielen, ohne dass ich das Halfter aufziehe? Oder wie kann ich ihm spielerisch beibringen, das Halfter aufzuziehen? Und somit ist das Thema Leichtigkeit, wo sehe ich Leichtigkeit, wo habe ich Leichtigkeit, ist es immer sehr individuell auf das Tier bezogen. Wie weit ist das Tier? Was lässt es zu? Was mag es zulassen? Wie ist meine Energie? Wie viel Leichtigkeit kann ich gerade zulassen oder will zulassen? Das ist wirklich minutiös abhängig von vielen Begebenheiten. Und ich weiß ja, der Carlos ist jetzt nicht nur also von außen betrachtet, von anderen Menschen, die vielleicht so bestimmte Vorstellungen haben, wie Pferde zu sein haben, ist der Carlos jetzt vielleicht nicht so das allerbravste Vorbildpferd, was immer nur genau das macht, was du gerne hättest, sondern er zeigt auch vieles, was er mag, was er nicht mag, welche anderen Wege man vielleicht auch mal gehen könnte, abseits dessen, was man sich so vorgenommen hat. Wie hast du es geschafft, sag ich mal, mit all dem, wo er dann vielleicht auch mal eben scheut oder eben zeigt, so, nee, das möchte ich jetzt nicht, da wirklich gemeinsam euren Weg zu finden? Ganz einfach könnte ich fast schon sagen. es war ein Weg, aber ganz einfach habe ich auf ihn gehört und also er ist wirklich sehr eigensinnig, er ist nie frech oder unberechenbar, auch wenn es ein Fluchttier ist, aber er ist sehr eigensinnig und sagt, wie du sagst, sehr genau, was er will und was er nicht will und er sagt mir sehr genau, was für mich gut ist und was nicht gut ist und das bei einem Wesen, das unglaublich unsicher ist. Also er ist von seinem Charakter her unsicher, aber wissend und das ist eigentlich das Coole, dass er mir ganz genau zeigt, wie es für uns beide am besten ist. Und das funktioniert nicht anders als durch tiefe Verbundenheit. Also wir haben durch das Spiel, tatsächlich habe ich auch eine Methode für bestimmte Spiele gelernt und wir haben durch das Spiel gelernt, uns aufeinander absolut verlassen zu können. Selbst wenn irgendwie eine Situation komisch wird, unangenehm oder so, er ist nicht konditioniert, deswegen denken manche, oh, der hört gar nicht. Nein, falsch. Wenn ich mit einem Finger zeige und ihn auf mich aufmerksam mache, wenn ich meine Energie in einer bestimmten Art und Weise ihm schicke und mich mit ihm verbinde, ist er so sehr aufmerksam, dass ihn alles um ihn herum nicht interessiert. Und das ist das Beste. Ich kann natürlich trainieren, ich weiß es nicht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einem Pferd irgendetwas beizubringen. Ja, spring da drüber. Und wenn er aber alleine drüber gehen soll, hat er Angst, mag nicht, kann nicht, weiß nicht, wie es geht oder was auch immer. Wenn ich einem Pferd so die Unterstützung biete, wie wir sie halt mittlerweile erspielt haben tatsächlich, dann macht er alles, nur weil er weiß, das ist toll. Also ich kann mich darauf verlassen, dass die Rabea schon weiß, was sie mit mir tut.
Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen konkreteres Beispiel bringen? Ich glaube, das ist für Menschen, die jetzt das noch nicht so kennen, noch so sehr abstrakt. Also was weiß ich, wenn wir sagen, okay, ihr wollt irgendwo oder du hättest gerne oder möchtest ihn dazu einladen, dass er irgendwo drüber springt und sagst, oh ja, lass uns mal diese Übung machen. Und er ist mal so, nee, was machst du dann? Ja, also ja, drüber springen ist bei ihm keine Herausforderung, weil auch wenn es ein spanisches Pferd ist, er liebt es überall drüber zu springen, auch wenn er es gar nicht soll. Aber zum Beispiel ist es für viele Pferde und auch für den Carlos eine ganz große Herausforderung, sich in die Enge zu begeben. Hänge hat er jetzt zwar kein Thema, aber wenn er irgendwo draufsteigen soll und er weiß nicht, was unten drunter ist. Ein Fluchttier macht das nicht, weil es begibt sich ja nicht in Gefahr. Wenn ich aber ihm den Weg tatsächlich mit dem Finger zeige, dass er sich das Objekt erstmal anschauen soll, und dann ist das Beste, dass das Pferd das erstmal berührt mit der Nase. Das ist so, dass ja, die erste Sache, die das Pferd lernen darf, alles bitte berühren lassen, nicht davon abhalten oder nicht zurückziehen und alles von allen Seiten sich anschauen lassen, weil dadurch, dass die Gehirnhälften beim Pferd anders funktionieren als bei uns, müssen sie es von allen Seiten betrachten. Und wenn sie dann noch mit dem Huf darauf rumscharren, was ja manche Menschen dann halt unterbinden, nein, das ist ganz toll, mit allen Sinnen soll das Tier es erfahren und dann schicke ich meine Energie zu diesem, was auch immer dort liegt. Und dann sage ich, tritt bitte drauf. Und dann sind immer sehr viele merkwürdige Menschen da, die sagen, wieso tut er das jetzt? Ja, weil ich ihn darum gebeten habe. Genau, also das heißt, du nutzt dann in dem Moment eben auch Tierkommunikation für die, die das, hä, du schickst eine Energie dahin. Nein, du sendest ihm sozusagen die Information, ah, okay, da kannst du lang gehen, das ist alles in Ordnung, ganz entspannt. Und wie würdest du denn generell sagen, welche Rolle die Tierkommunikation oder eben auch Animal Creation, wo es ja eben auch um Tierkommunikation, aber eben auch um die eigene Ausstrahlung dem Tier gegenüber, um das, was man als Tiermensch sein kann, geht. Welche Rolle spielen diese Aspekte bei euch im Alltag? Die wichtigste. Also wenn ich tatsächlich zu ihm komme und nicht in meiner Energie bin, weil ich vielleicht an irgendeinen anderen Kunden noch denke oder irgendwo anders bin und nicht präsent bei mir, ganz bewusst bei mir, dann beachtet er mich gar nicht. Und dann ist das mittlerweile nur noch so ein Hundertstel Sekunde. Also man kann es gar nicht abschätzen. Ich kenne es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, dass ich nicht bei mir bin, weil das so in mir ist. Wenn ich zu ihm gehe, bin ich vorher resettet und leer und freue mich auf ihn und mich und unsere gemeinsame Zeit. Und als das früher noch nicht der Fall war und ich ihn dann gerufen habe, dann hat er geguckt und dachte, ja, toll, die kenne ich. Weiter. Und wenn ich jetzt ankomme und ich bin ganz bei mir und rufe ihn nur nonverbal und dann kommt er und wird und ist da. Also ich kann nicht von einem Pferd verlangen, irgendwo drauf zu steigen, wenn ich gar nicht bei mir bin oder ich bin gestresst. Und wenn ich so im Außen bin, aus welchem Grund sollte ein Lauftier, ein Fluchttier irgendetwas tun, wo es davon ausgehen muss, dass ich gestresst bin wegen dieser Sache. Ja, das ist wirklich das Spannende. Also man kann so viel, man merkt einfach riesig den Unterschied. Ich sehe das ja immer bei den Pferdekursen bei uns vor Ort mit den Menschen, auch je nachdem, wer gerade zum Beispiel mal das Pferd führt, weil das kommt ja auch vor, wenn man jetzt das Pferd rein in den Stall bringt oder rausholt und dann eben zum Beispiel in die Halle, wo wir dann arbeiten oder wo auch immer hin. Und da ist es immer spannend, wenn ich schon so weiß, aha, Pferd XY hat so die Angewohnheit, vielleicht auch mal also nicht durchzugehen, aber einfach mal Zu wegzurennen, mal springen. zu gucken, oh, kann ich denn den Menschen hinterher schleifen? Oder bleibt er wirklich, also lässt er das gar nicht mit sich machen, weil er so klar in sich ist und gleich Stopp sagt beim ersten Impuls. Und da auch zu gucken, wie unterschiedlich reagieren die dann auf uns Menschen. Das ist auch so ein Stück weit, würdest du auch sagen, dass es ein Spiel ist, in dem Sinne, sie testen mal aus. Wie weit kann ich denn gehen? Nicht in dem Sinne von, wer ist hier der Dominantere und so, aber mehr so dieses,
Aha, wo sind denn die Grenzen von diesen Menschen? Und kann ich mich denn darauf verlassen, dass er oder sie vielleicht auch mal ein Stück weit die Führung übernimmt und sagt, okay, jetzt geht's da lang oder das geht nicht. Wie würdest du das einordnen? Also was ist das, wenn die uns so ein bisschen, wie man so gerne sagt, austesten? Genau, also testen tun sie definitiv, aber nicht aus Bösartigkeit oder niemals, um zu testen, wer ist jetzt das Alpha-Tier. Das sieht man in einer Herde völligst anders, sondern einfach wirklich, wo sind die Grenzen des Menschen, was kann er leisten, was will er leisten, wie authentisch ist er überhaupt? Ist es wirklich so, dass er sagt, er hat keine Angst oder hat er doch Angst? Das müssen Pferde sehr genau wissen, um sich sicher fühlen zu können. Sie können sich jemandem nur anschließen, wenn sie wissen, sie sind sicher. Und das machen sie dann aber sehr, sehr gerne, weil die wenigsten Pferde sagen von sich aus, so, ich übernehme jetzt mal die Führung. Also sie sind wirklich wesentlich entspannter, wenn man sagt, du, ich habe die Lage unter Kontrolle, ich habe das Problem gesehen, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann folgen die Tiere normalerweise, wenn sie gelernt haben, dass sie sein dürfen, wie sie sind. Ja, das ist so schön. Das habe ich jetzt auch am Wochenende wieder gesehen. Natürlich, Menschen gehen da ran, so, oh, es sind so süße Tiere, so schön. Kann ich die streicheln? Kann ich die anfassen? Und ja, das sind sie. Und trotzdem, brauchen sie auch manchmal ein Stück weit, dass du sagst, so, nein, stopp. Also nicht in dem Sinne von, ich bin hier der Dominante oder ich muss jetzt hier irgendwas beweisen, aber ja, dass die halt auch. In dem Sinne, bist du bereit, alles zu sein, was du bist. Und nicht nur so, ach ja, und ich traue mich nicht, dies und das und jenes auch mal zu sein und zu sagen oder wie auch immer. Und da wirklich, ja, einfach diese Klarheit zu haben. Und wie du so schön auch gesagt hast, dieses sagt derjenige nur, er ist ruhig, aber ist nicht wirklich ruhig. Wieso sollte das Tier dir glauben, wenn es merkt, dass du gleichzeitig eben auch unruhig bist? Und das ist so das Große ja auch eben in unserem, bei Animal Creation, aber auch eben im Alltag mit den Tieren, wirklich sei das, was du dir von deinem Tier wünschst. Und wenn wir bei dem Thema Spielen, Leichtigkeit sind, eben so dieses, ja, einfach sein mit den Tieren und trotzdem auch die Grenzen kennen und auch mal Stopp sagen können. Wenn es darum geht, wir möchten die Tiere einladen zu Leichtigkeit, zu Spiel, müssen wir es ja auch selber sein. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wenn jetzt jemand da ist und sagt, boah, ich würde auch gerne mich da so ein bisschen von lösen. Also ich habe keine Lust mehr nur nach starren Regeln, nur oh, ich muss jetzt Training XY durchführen und muss das jetzt nach Vorschrift machen, sondern ich will da so ein bisschen einfach intuitiver reingehen mit meinem Pferd, mit meinem Hund. Was möchten Sie heute oder auch mit der Katze? Wie sind Sie heute drauf? Was möchten Sie von mir? Und da einfach reinspüren, schauen, individuell in der Situation. Ich würde das so gerne, aber ich kann das noch nicht, weil ich habe keinen Trainer, der mich darin unterstützt, der sagt, das ist gut, dass ich intuitiv da dran gehe. Und ehrlich gesagt, ich traue mir auch selbst noch nicht so ganz, so dieses spontane einfach mal ausprobieren, was, wenn ich was falsch mache? Was möchtest du diesen Menschen auf den Weg geben? Also die jetzt sagen, ich würde gern, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Also ich finde, man sollte es einfach mal probieren. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt mittlerweile so viele wunderbare Trainer, die einem Leichtigkeit und Spielen beibringen können. Und das bedeutet niemals, dass ich nicht in irgend, also Spielen bedeutet immer, es ist reitweisenübergreifend. Es gibt Reiter, die ganz weit oben in der Dressur oder sonst wo reiten und die bilden ihre Pferde spielend aus. Und das ist einfach wichtig, dass, finde ich, dass man auch bestimmte Sachen, die man später vielleicht im Sattel umsetzen möchte, dass man sie an der Hand spielend lernt. Nur weil wir immer am Spielen sind, heißt das nicht, dass mein Pferdchen keine Seitengänge oder irgendetwas könnte, weil wir haben es spielend gemacht und er liebt es. Also es ist eigentlich einfach nur ein Ausprobieren. Nehmt zum Beispiel einfach mal einen Eimer. Ladet ihn voll mit vermeintlichen Spielsachen von, ich weiß nicht, Förmchen, Sandkastendingen, Bällen, Regenschirmen, eine Plane, egal was. Und nehmt einfach nur diesen Eimer und stellt ihn zu eurem Pferd auf einen Reitplatz oder wo ihr einfach eine eingezäunte Möglichkeit habt. Macht das Pferd los und schaut, was passiert. In der Regel interessiert sich das Pferd dann für nichts anderes als diesen Eimer und wird ihn auslernen.
Und schon seid ihr am Spielen. Und daraus kann sich so viel, ja, kann so viel geschehen. Also lasst eurer Idee freien Lauf und der Fantasie. Es macht einfach Spaß, das Pferd dabei zu beobachten, wie das Pferd Dinge beobachtet und dabei lernt und anstupst. Und ja, es gibt ganz viele einfache Spiele, die man sich selbst ausdenken kann. Dazu braucht man erstmal kein Buch und irgendetwas und dann schaut, wie leicht ihr dabei sein könnt. Das kommt automatisch. Das ist keine Anstrengung. Wie schön. Also das heißt, es geht eigentlich immer so ein bisschen wie, ich habe so ein Buffet und ich biete das meinem Tier an. Du kannst dir das nehmen, das nehmen, das nehmen. Ich weiß es vorher nicht, was geschehen wird. Und dann schaut man so Schritt für Schritt, oder? Also das sind dann so, worauf, was sind so die Vorlieben? Man lernt sein Tier total gut kennen. Also ich sage jetzt bewusst auch Tier, weil es könnte ja genauso auch mit Hunden machen. Genau. Und man lernt es immer besser kennen, so hey, was ist jetzt? Und es kann an jedem Tag natürlich auch eine andere Vorliebe sein, also auch wenn das offen sein kann, ist auch cool. Und guck dann einfach, was steht heute an? Also jetzt nicht, wahrscheinlich nicht nur an Gegenständen, sondern ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt verschiedene Trainingsformen zum Beispiel gelernt hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also früher bin ich in Stall und hatte vorher schon einen furchtbar langen Plan, was ich alles machen möchte. Carlos ist darin Spezialist, mir einen Strich durch die Rechnung zu machen, weil er möchte hin und wieder auch mal mitbestimmen, was wir tun. Und er findet es aber auch gut, wenn ich einen Fokus habe. Das heißt, wenn ich halt seine Bauchmuskeln trainieren muss oder sollte, dann nehme ich mir ein Stangentraining vor und dann gehe ich mit ihm auf den Platz, wo Stangen liegen und dann überlegen wir dann erst gemeinsam, was braucht's heute? Möchten wir quer drüber gehen? Möchten wir rückwärts dran gehen? Möchten wir drüber steigen? Möchten wir drüber springen? Also das Pferd sagt einem sehr gut, was es lernen möchte und die meisten Pferde sind wissbegierig, neugierig und lernen unglaublich gerne. Und das sollte man nicht unterbinden. Das macht so einen Spaß, mit ihm dann zusammen zu wachsen. Und zusammenzuwachsen. Hi. Zusammen zusammenwachsen. Genau. Sehr cool. Ja, also wirklich einfach ausprobieren. Natürlich ist jetzt vielleicht noch so dieses, okay, und wie kommuniziere ich denn jetzt mit meinem Tier? Was es denn mag, was es nicht mag? Da ist wahrscheinlich auch noch so eine Unsicherheit bei dem einen oder anderen, weil man sich das wieder zu kompliziert vorstellt. Also ich weiß immer noch, eben für Anfänger der Tierkommunikation, am Anfang denkt man so, das muss voll kompliziert sein, jetzt mit Tieren zu sprechen, weil das ist ja sowas Außergewöhnliches, das hat man ja sonst nicht. Und man merkt nicht, dass man ja eigentlich die ganze Zeit schon mit dem Tier kommuniziert, dass man sich nur noch nicht so richtig vertraut hat, dass man auch noch nicht so richtig hingehört hat, zugehört hat. Und das ist eigentlich das Einfachste, das Natürlichste der Welt ist. Und dennoch kann auch da natürlich so ein bisschen Training gut helfen. Also wirklich mal lernen, reinzuspüren, Dinge abzufragen und gleichzeitig aber auch immer das Tier zu beobachten. Also was, wenn man auch da einfach, wenn das schon Kommunikation ist, wenn du verschiedene Dinge hinlegst und es sucht sich einfach was aus. Also wo ist man da zu oft vielleicht auch im Kopf unterwegs, wie das sein muss und welche Vorstellungen man vorher schon hat? Ja, definitiv. Also ganz cool ist es auch immer wieder, wenn man sich vielleicht von einem Freund, von einer Freundin filmen lässt, um mal zu schauen, was hat mein Körper in dem Augenblick getan, als ich das Pferd bewegt hatte. Und Pferde testen natürlich auch beim Spielen. Und wenn ich halt ihn gebeten habe, bleib dort stehen, wo du gerade stehst, und er geht mit dem Oberkörper ganz langsam nach vorne und will mich sozusagen aus seiner Komfortzone herausdrücken, dann sollte ich das halt korrigieren. Aber das fällt mir am Anfang nicht auf. Dafür brauche ich entweder halt einen Trainer oder einer, der mal drauf schaut, der ein Video von mir macht. Weil man am Anfang denkt, man muss an so viele Sachen denken. Und ja, das Wichtigste ist wirklich zuhören. Und wenn man ganz bei sich ist und konzentriert ist, entspannt konzentriert ist, dann hört das Pferd einem sehr, sehr genau zu und wartet nur, dass es irgendwie eine Information bekommt, was es tun soll. Aber dazu sollte man halt dann auch aufnahmefähig sein und wirklich jedes
Ohrenspiel, jedes Zucken des Schweifs und alles wahrnehmen, weil sie kommunizieren komplett die ganze Zeit mit uns. Sie können nicht mit uns nicht kommunizieren. Nur wir hören halt manchmal nicht zu. Ja, sehr cool. Ja, wer da jetzt noch mehr erfahren würde, gerne vielleicht auch mal Fragen stellen in Bezug auf sein Pferd. Du bietest ja jetzt was an, jetzt tatsächlich für die Pferdemenschen vor allem, eben die Leichtigkeit mit der Bewegung, mit dem Pferd, wo man mal drauf kommen kann, wirklich rein, also reinzuspüren, zu lernen, da reinzuspüren. Welche Art der Bewegung möchte das Pferd? Wie möchte es heute bewegt werden? Was ist da sonst noch möglich? Und du wirst da bei uns ja jetzt online was anbieten. Also einerseits ein gratis Intro, wo ihr die Rabea mal kennenlernen könnt und wo ihr einfach dabei sein könnt, wenn man nicht live dabei sein kann. Es gibt auch eine Aufzeichnung. Und dann gibt es noch einen richtigen Workshop, wo du dann wirklich mit den Leuten nochmal daran arbeiten wirst, wo man wahrscheinlich auch nochmal eine Frage stellen kann in Bezug auf sein Pferd. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, ich freue mich schon total auf diese beiden Sessions und bin gespannt, was so alles passieren wird. Ich werde ein paar Hintergrundinformationen teilen über das Fohlensein, die Möglichkeiten dort, über junge Pferde, alte Pferde und ja, generell, was es für Möglichkeiten gibt und welche Art von Pferd wie zu spielen. Es gibt da ja introvertierte, extrovertierte, langsame, schnelle. Es ist ja alles vertreten und wie sind da die Möglichkeiten, wenn ich halt gestresst aus dem Büro komme oder was auch immer. Also das ist fast ein unerschöpfliches Thema, dieses Thema Spielen. Was ist Spielen? Wann spiele ich eigentlich? Wann muss ich spielen? Wann sollte ich spielen? Wann kann ich spielen? Und ja, ich freue mich auch auf viele Fragen. Genau, das ist sicherlich auch für Leute, die jetzt noch so drin stecken, boah, eigentlich macht es mir mit meinem Pferd gerade nicht mehr so viel Spaß, wie es machen könnte. Eigentlich wünsche ich mir die Leichtigkeit, aber irgendwie ist uns das so ein bisschen abhanden gekommen. Ich denke mal, für die konnte das auch hilfreich sein. Klar, wenn da nochmal tiefere Themen dahinter stecken, zum Beispiel ein traumatisiertes Pferd, wie man so gern sagt, Problempferd. Es gibt ja eigentlich keine Problempferde, aber wir wissen nur, dass man ja weiß, worum es geht. Da kann man natürlich auch immer noch mal gucken in der Einzelsession, was hängt denn da noch? Ist da ein Trauma vielleicht auch im Körper abgespeichert, sodass das Pferd gar nicht offen ist für das Spielen? Weil da gibt es sicherlich auch einige, die sagen, ja, ich würde ja gerne spielen, ich versuche es schon mit meinem Pferd, aber das will das gar nicht annehmen. Zieht sich so zurück, wir kommen noch gar nicht so richtig in die Verbindung. Also auch da kann man vieles machen. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr so einen Fall habt und sagt, ihr möchtet da wirklich gerne auch allein schon für das Pferd ihm mehr Leichtigkeit geben können, kommt einfach zu dem beziehungsweise Workshop auch, aber zu dem Intro erstmal. Und da werdet ihr noch mehr erfahren, erstmal, was ihr für euch machen könnt, was ihr für das Pferd machen könnt. Und dann kann man auch immer noch eine Einzelsession buchen, falls nötig, weil da können wir eben auch mit dem Animal Creation sehr viel aufschließen energetisch. Eben auch diese Erfahrungen, die da noch abgespeichert sind aus der Vergangenheit, wenn da noch irgendwas ist. Und ja, es ist einfach eine super Möglichkeit, diese Art der Arbeit mal kennenzulernen. Denn ja, wir machen aber sehr viel mit Leichtigkeit, denn wir denken, hey, wir machen es uns schon schwer genug. Und eigentlich sind die Tiere ja die Leichtigkeit, nur all diese Dinge, die dann im Alltag dazwischen kommen, da macht man sich dann wieder so, und das brauchen wir eigentlich nicht. Genau, ja. Ja, und das Intro wird am 31.08. stattfinden, stimmt? Richtig. Genau. Und der eigentliche Workshop? Am 7.9. Sehr gut. Genau. Und auch da gibt es noch eine Aufzeichnung und auch wer das jetzt viel später vielleicht anhört, wahrscheinlich, gibt es das danach dann auch noch weiter im Shop zu kaufen, wenn man es verpasst hat. Also einfach mal vorbeischauen bei der Seelenfreunde Tierakademie. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, was noch fehlt? Momentan nicht, nein. Sehr gut. Ja, wir hoffen, dass das eine ja, kleine Einladung war an euch und eure Tiere, generell auch an alle anderen Tiere, da wirklich mal ja, ganz spontan, ganz intuitiv dran zu gehen
Und einfach zu schauen, was würde mir denn Spaß machen, was würde meinem Tier Spaß machen, was würde uns beiden Spaß machen, Dinge auszuprobieren und ja, gar nicht mehr so von diesem Punkt zu kommen, es muss immer gleich alles perfekt sein. Ich muss gleich die Lösung für alles finden und ja, es muss alles immer nur bilderbuchmäßig sein. Was, wenn man da auch ganz viel dann noch über sich lernt und über das Tier? Cool, ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu einem neuen Thema. Und vielen Dank, liebe Rabea, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, Sonja. Tschüss.